Salut et bienvenue bei Fit für Franze. Eine mündliche Prüfung in Französisch ist immer eine besondere Herausforderung. Aber keine Angst, heute zeige ich dir, wie du dich auf diese Aufgabe gut vorbereiten kannst und welche Fehler du dabei unbedingt vermeiden musst. Bleib bitte dran, es lohnt sich, denn so schaffst du eine bessere Franzenote. Allons-y, los geht's! Das ist deine Aufgabe. Du sollst ein Bild in einem freigehaltenen Vortrag beschreiben. Zunächst erkläre ich dir an einem einfachen Beispiel das notwendige Vokabular zur Bildbeschreibung und danach lernst du Sätze, die du bei deinem Vortrag anwenden kannst. Sprich langsam und deutlich, bilde nur kurze und einfache Sätze, schau dabei deine Mitschüler und Mitschülerinnen an. Du nennst als erstes die Bildsorte. Il s'agit d'une photo, es handelt sich um ein Foto. Alternativ, c'est un dessin, eine Zeichnung, un tableau. Ein Gemälde. Zweitens, du ordnest das dargestellte Thema ein. Der Franzose nennt das le cadre, den Rahmen. Was stellt das Bild dar? Wo wurde das Foto gemacht? La photo représente le bord de la mer. Das Foto stellt das Ufer eines Meeres dar. Oder alternativ, la scène se passe dans une rue, sur la terrasse d'un café. La scène bedeutet hier so viel wie die Szene, die Darstellung. Du kannst jetzt Satz 1 und 2 verbinden. Il s'agit d'une photo qui représente le bord de la mer. Der Einstieg ist geschafft, also kein Grund mehr, nervös zu werden. Drittens, jetzt folgt die detaillierte Bildbeschreibung. Vom Allgemeinen zum Detail unter Berücksichtigung der verschiedenen Bildebenen. Was versteht man unter Bildebenen? Au premier plan, il y a. Im Vordergrund gibt es. Le premier plan ist der Vordergrund. Au milieu, je vois. In der Mitte sehe ich. Le milieu, die Mitte. Oder auch au centre. Benutze immer unterschiedliche Verben in deinem Vortrag. À l'arrière-plan, on peut distinguer. Im Hintergrund kann man erkennen. L'arrière-plan ist der Hintergrund oder auch au fond. Le fond ist auch der Hintergrund. Such dir einfach das Wort aus, das dir am liebsten ist. Was du noch zur Beschreibung brauchst, sind Richtungsangaben. À gauche, links, à droite, rechts, en haut, oben, en bas, unten. Folgende Präpositionen kennst du schon. Devant, vor, derrière, hinter, à côté de, neben, das ist schon eigentlich alles. Bitte Vorsicht bei einem Fehler, der immer wieder am Anfang bei einer Bildbeschreibung passiert. In der Mitte ist ein Boot. Bitte jetzt nicht das Verb être verwenden. Être un bateau, falsch, das sagt man auf Französisch nicht. Man sagt besser, au milieu se trouve un bateau blanc. Befindet sich, also verwende se trouver, sich befinden. Il y a, es gibt. On voit, man sieht, aber bitte nicht être. Also hier im Beispiel. Au premier plan, il y a des rochers. Im Vordergrund gibt es Felsen. Des grandes pierres se trouvent en bas dans l'eau. Große Steine befinden sich unten im Wasser. Au milieu de la photo, je vois un bateau blanc et à droite, il y a un mur. In der Mitte des Fotos sehe ich ein weißes Boot und rechts gibt es eine Mauer. Verwende Adjektive, zum Beispiel zu Farben oder Größen, grand, petit, die machen deinen Vortrag anschaulicher und lebendiger. Und mach dir keinen Kopf zu irgendwelchen Spezialvokabeln, die würde dein Lehrer oder deine Lehrerin angeben müssen. Der Franzose würde dieses Bötchen vielleicht eher als une bac de pêche, als Fischerboot bezeichnen. Hilf dir lieber mit Umschreibungen, sage, c'est un petit bateau pour une ou deux personnes. À l'arrière-plan, à gauche, on remarque une grande colline avec des rochers bruns. Im Hintergrund links bemerkt man einen großen Hügel mit braunen Felsen. Au fond, on peut distinguer une montagne. Im Hintergrund kann man eine Berglandschaft oder Berge erkennen. Ce qui attire le regard, was den Blick auf sich zieht, oder ce qui saute aux yeux, was ins Auge springt, c'est la mer bleue. Das ist das blaue Meer, klar, das ist hier bildbeherrschend. Il fait très beau, es ist schönes Wetter. Il n'y a pas de nuages et le soleil brille, es gibt keine Wolken und die Sonne strahlt.
Viertens, jetzt kannst du Vermutungen anstellen und deine Einschätzung zur Szene geben. Das ist auch schon am Anfang möglich. Je crois qu'il fait très chaud. Ich glaube, es ist sehr heiß. Cette photo me rappelle les vacances d'été. Dieses Foto erinnert mich an die Sommerferien. Und du teilst deine Meinung über das Foto. J'aime bien cette image parce que l'atmosphère est très agréable. Ich mag dieses Bild, weil die Atmosphäre sehr angenehm ist. J'aimerais bien passer mes vacances ici et faire un tour en bateau. Ich möchte hier gerne meine Ferien verbringen und vielleicht eine Bootstour machen. Warum nicht? Das Bild macht schließlich richtig Lust auf Urlaub am Mittelmeer. Wenn du das Foto nicht magst, kannst du das aber auch sagen. Wenn es um das Thema Bildbeschreibung geht, wird dir dein Lehrer oder deine Lehrerin Vokabular und Redewendungen zur Verfügung stellen, die du auswendig lernen musst. Nützliches Vokabular findest du ebenso zum kostenlosen Download auf unserer Website www.fitfuerfranze.de. Damit es aber nicht bei diesem Beispiel bleibt, folgt nun eine konkrete Aufgabe. Décris cette photo. Das ist unverkennbar Paris, La Seine ist der berühmte Fluss, La Tour Eiffel das berühmteste Wahrzeichen Frankreichs. Ein Wort steht neben dem Eiffelturm, illuminé, er ist beleuchtet. Und solch ein befestigtes Ufer nennt der Franzose un quai. Lege dir zuvor schon zu Hause ein paar Sätze zurecht, die du auf jeden Fall anwenden kannst. Damit der Einstieg gut gelingt, sprich deine Mitschüler und Mitschülerinnen zu Beginn deines Vortrags direkt an. Je voudrais bien vous décrire cette photo. Elle représente Paris parce qu'on peut voir la Seine et la Tour Eiffel. Il fait beau, es ist schönes Wetter. Punkt 1 und 2 hast du damit schon geschickt abgehakt. Bildsorte, Thema und auch schon die Situation. Au premier plan, il y a des arbres. Man sieht einige Bäume im Vordergrund. Das ist okay so. Eigentlich sind es nur Äste mit Blättern, des branches avec des feuilles. Aber niemand wird dir böse sein, wenn du arbre, Bäume sagst. Au milieu, on peut voir un bateau qui passe sur la Seine. In der Mitte kann man ein Schiff sehen, das auf der Seine fährt. Beaucoup de touristes se trouvent sur ce bateau. Viele Touristen befinden sich auf diesem Schiff. Il regarde la Tour Eiffel au fond. Sie betrachten den Eiffelturm im Hintergrund. Au milieu, à gauche, on remarque un grand pont et un escalier. In der Mitte links bemerkt man eine große Brücke und eine Treppe. En bas de l'escalier à droite, il y a un quai avec un grand mur. Unterhalb der Treppe rechts gibt es ein Kai oder ein Uferbereich mit einer großen Mauer. Beaucoup de gens se trouvent sur le pont et sur le quai. Viele Leute befinden sich auf der Brücke und auf dem Kai. Ce qui me saute aux yeux, c'est la Tour Eiffel qui est déjà illuminée. Was mir ins Auge springt, das ist der Eiffelturm, der schon beleuchtet ist. Du kannst jetzt eine Vermutung äußern. Je crois qu'il s'agit d'une belle soirée en été. Ich glaube, es ist ein schöner Sommerabend. Und du beurteilst das Bild. L'atmosphère est très agréable. Die Atmosphäre ist sehr angenehm. Hier würde auch détendu passen, entspannt. J'aime cette photo. Je voudrais aussi visiter Paris en été et me promener au bord de la Seine. Ich möchte auch Paris besuchen und am Ufer der Seine spazieren gehen. Okay, jetzt üben wir die Aussprache. Ich lese dir gleich ganz langsam jeden Satz erst einmal vor. Ich mache dann eine Pause, damit du den Satz nachsprechen kannst und lese ihn dann nochmal vor, damit du deine Aussprache kontrollieren kannst. Wenn du möchtest, kannst du auch mit einem Smartphone deine Sätze aufnehmen und später dann entsprechend kontrollieren. Okay, wir starten. Je voudrais bien vous décrire cette photo. Je voudrais bien vous décrire cette photo. Elle représente Paris parce qu'on peut voir la Seine et la Tour Eiffel. Elle représente Paris parce qu'on peut voir la Seine et la Tour Eiffel.
Il fait beau. Il fait beau. Au premier plan, il y a des arbres. Au premier plan, il y a des arbres. Au milieu, on peut voir un bateau qui passe sur la Seine. Au milieu, on peut voir un bateau qui passe sur la Seine. Beaucoup de touristes se trouvent sur ce bateau. Beaucoup de touristes se trouvent sur ce bateau. Ils regardent la tour Eiffel au fond. Ils regardent la tour Eiffel au fond. Au milieu à gauche, on remarque un grand pont et un escalier. Au milieu à gauche, on remarque un grand pont et un escalier. En bas de l'escalier à droite, il y a un quai avec un grand mur. En bas de l'escalier à droite, il y a un quai avec un grand mur. Beaucoup de gens se trouvent sur le pont et sur le quai. Beaucoup de gens se trouvent sur le pont et sur le quai. Ce qui me saute aux yeux, c'est la tour Eiffel qui est déjà illuminée. Ce qui me saute aux yeux, c'est la tour Eiffel qui est déjà illuminée. Je crois qu'il s'agit d'une belle soirée en été. Je crois qu'il s'agit d'une belle soirée en été. L'atmosphère est très agréable. L'atmosphère est très agréable. J'aime cette photo. J'aime cette photo. Je voudrais aussi visiter Paris en été et me promener au bord de la Seine. Je voudrais aussi visiter Paris en été et me promener au bord de la Seine. Bravo, du hast das Foto sehr gut beschrieben. Ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen und dir die Angst nehmen vor der mündlichen Prüfung. Schau dir mein Video noch einmal an, umso besser lernst du die wesentlichen Vokabeln. Im zweiten Teil unserer Vorbereitung einer mündlichen Prüfung geht es um einen Dialog, also um ein freies, interaktives Sprechen zu einem Thema. Reinschauen lohnt sich also auch dort. Und wenn jetzt bald deine mündliche Prüfung ansteht, dann wünsche ich dir schon jetzt Bonne Chance, viel Glück! Voilà, das war's schon. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über deinen Like und dein Abo für deine bessere Französischnote. Merci et à bientôt bei Fit für Franze.